Erneut beschäftigen wir uns mit dem Gesetz zum 4. Medienänderungsstaatsvertrag und erneut muss ich feststellen, dass die wesentlichen Probleme nicht angefasst werden. Man kann positiv erwähnen, dass nun endlich Satzungen, Richtlinien und ähnliche wichtige Informationen veröffentlicht werden sollen. Weiterhin positiv ist, die Veröffentlichung von Bezügen der Intendanten und Direktoren zu erwähnen. Da hört es aber auch schon auf. Während die Intendanten ihre monatlichen Einkünfte aus Nebentätigkeiten, welche über 1000 Euro liegen, erklären müssen und ein Beteiligungsverbot an Firmen besteht, welche mit den Sendern verbandelt sind, so ist dies bei Mitarbeitern, selbst Direktoren, nicht geregelt. Aber gerade dort öffnen sich wirklich die Geldvernichtungsmaschinen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Während es beim MDR nicht auffällt, wenn eine Führungskraft eine Firma hat, welche ebenfalls Material für den MDR produziert, so ist es doch wieder einmal der RBB, wo Führungskräfte gleichzeitig Organe in Unternehmen sind, welche mit ARD und ZDF Geschäfte machen. Und, was die Krönung ist, die Eigentümer dieser Unternehmen sind auf der EU-Sanktionsliste. Weiterhin sind die Eigentümer bekannt aus den Panama Papers. Ich finde das fragwürdig. Ich wünschte, es gäbe ein Kontrollorgan, was sowas prüft. Rundfunkrat, Fernsehrat, Verwaltungsrat, Beiräte, Wirtschaftsprüfer. Man hört nur lautes Schweigen. Ist es Unvermögen, Verbundenheit oder will man den Spezies nur nicht wehtun? Wie ich gestern beim parlamentarischen Abend der Handwerkskammer erfahren durfte, sind ja Herr Pander von der SPD und Herr Gebhardt von der Lifestyle-Linken sich darüber einig, dass man weniger prüfen sollte und man mehr Vertrauen entgegenbringen sollte. Das mag ja beim deutschen Steuerzahler stimmen, der weltweit die wahrscheinlich höchsten Abgabenlast schultert, aber nicht bei Staatsausgaben und Zwangsgebühren. Laissez-faire kann klappen oder nicht, das hat man ja im Sozialministerium gesehen, aber das war auch eine Sache unter den SPD-Genossen. Die haben sowieso ein besonderes Verhältnis zum Geld und zum Geld der anderen. Wozu das beim Öffentlich-Rechtlichen führt, konnten wir wieder einmal im Business Insider erfahren. So durfte ich lesen, dass Frank Plassberg nur 730.000 Euro pro Jahr nur für die Moderation bekam. Und dass Anne Will ebenfalls in dieser Größenordnung Geld bekommt. Davon kann ausgegangen werden. Dass Sandra Maischberger nur 795.000 Euro nur fürs Moderieren und pro Jahr einstecken darf. Wow. Das ist manchen sein Ganzes. Wobei, dort beginnt ja erst das Verdienen bei den Letztgenannten. Hat doch jeder von Ihnen noch eine oder mehrere Produktionsfirmen im Eigenbesitz? So hat Sandra Maischberger zusammen mit ihrem Mann die Vincent Productions GmbH. Und dieser hat wiederum die Vincent Filmproduktion Niedersachsen GmbH, welche von der Nordmedia, Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen-Bremen GmbH, gefördert wird. Und, man höre und staune, welche im Besitz des Landes Niedersachsen, des NDR und der Freien Hansestadt Bremen ist. Also eine Win-Win-Win-Situation für die Familie. Bei Anne Wills Firma Will Media GmbH ist es gut nachvollziehbar. 2016 hat Anne Will sich nur 1,6 Millionen Euro Gewinn ausgeschüttet. 2017 erhielt sie ein Almosen als Ausschüttung von 420.000 Euro. 2018 ist ein lächerlicher Betrag von 2,65 Millionen Euro an Anne Will ausgeschüttet worden. 2019 gönnte es sich Anne Will eine Gewinnausschüttung von knapp 2 Millionen Euro, während 2020 nur 1,6 Millionen auf ihr Konto flossen. Warum machen die das aber in der Rechtsform der GmbH? Naja, weil Ausschüttung der 25-prozentigen Abgeltungssteuer unterliegen und nicht dem persönlichen Steuersatz. Dieser Spitzensteuersatz wäre bei unseren Fernsehhelden nämlich 45% plus damals Soli plus Kirchensteuer gewesen. Ich freue mich schon auf Georg Restle, wenn er wieder mal eine Monitor-Sondersendung über die Steuerzahlungsmoral unserer Reichen macht. Das sind Zahlen, wo die KEF bestimmt einsieht, dass die Rundfunkbeiträge oder kurz Zwangsgebühren zwingend wegen der Inflation erhöht werden müssten. Und natürlich wurde dies durch sachkundige Rundfunkräte und Verwaltungsräte und Fernsehräte geprüft und für gut befunden.
Wie sieht man es nun bei Frank Plassberg aus? Da hat die Firma Ansager und Schnipselmann GmbH zusammen mit Jürgen Schulte. Diese wiederum ist komplementär der Ansager und Schnipselmann GmbH und Co. KG. Und diese wiederum ist an der Hirschhausen Media GmbH beteiligt. An dieser wiederum ist auch Eckhard von Hirschhausen beteiligt, der wiederum an 42 anderen Gesellschaften beteiligt ist. Regierungstreue Berichterstattung muss sich lohnen. Lohnender kann man seine Seele und sein Gewissen nicht verkaufen. Dies alles wird vom 4. Medienänderungsstaatsvertrag nicht erfasst. Es werden auch Beteiligungen von Mitarbeitern an Tochterfirmen von anderen Rundfunkanstalten nicht erfasst. Und die Verflechtung von eingeladenen Experten werden auch nicht erfasst. Also insgesamt handelt es sich um einen lückenhaften Änderungsstaatsvertrag, der anderes verspricht, aber vieles nicht hält. Wie immer eine Mogelpackung. Weiterhin wird ein Compliance-Management-System gefordert. Dabei wird aber vergessen, dass der MDR bereits einen Compliance-Beauftragten hat und der RBB bereits ab 2020 eine Compliance-Stelle hatte. Wir wissen ja, wie viel das nützte. Interessanter wird es in § 31b Absatz 2, worin die Schaffung einer Ombudsperson gefordert wird. Da aber weder die Pflichten, Befugnisse, Aufgaben und Zuständigkeiten geregelt wurden, wird es wohl auf einen hochbezahlten Kummerkasten hinauslaufen. Ich dachte, dafür gäbe es schon die Rundfunkräte. Oder den Gleichstellungsbeauftragten, den Frauenbeauftragten, den Compliance-Beauftragten. Aber lassen wir das. Obwohl, wenn ich mir den Umgang mit den Geldern der Rundfunkbeitragszahler anschaue, dann ist es vergleichbar mit der Situation auf Deutschlands Straßen und in den Bädern. Dann wäre vermutlich ein Friedensrichter mit Scharia-Befugnissen oder ein Exorzist sinnvoller. Ferner wird in § 31c eine Berichtspflicht für Tochterunternehmen und Beteiligung geschaffen. Allerdings wurde die Regelung über Inhalt und Mindeststandards vergessen. Und jetzt kommt mein Lieblingsschmankerl. Nach § 31d sollen die Gremien gestärkt werden. Es gibt nun fachliche Anforderungen an den Verwaltungsrat, die aber nicht konkretisiert wurden. Wie war das denn bisher? Professor Heinker hat dazu in der öffentlichen Anhörung vom 19. Juni zutreffend ausgeführt, dass die Besetzung bisher eher politisch und nicht fachlich war. Für den Rundfunkrat soll das Gremienbüro aufgestockt werden, das zumindest dort mehr Sachverstand einzieht. Beim MDR-Rundfunkrat führte die Aufstockung von 35 auf 50 Mitglieder jedenfalls nicht zur Erhöhung des Sachverstandes. Quantität ist eben nicht alles. Zumindest wurde bei der Besetzung die einzig wirkliche Oppositionspartei ausgeschlossen. Das ist übrigens die Oppositionspartei, welche die Verstrickung von Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit den jeweiligen Regierungen zutage förderte, während aus dem Rundfunkrat nichts kam. Was aber wieder einmal fehlt, ist der klare Programmauftrag und die Regierungsferne sowie der Schutz der Presse- und Rundfunkfreiheit. Wie soll man sonst folgende Beispiele einordnen? Tagesschausprecher Stefan Schreiber wird von linksextrem bedroht, weil er islamkritische Bücher schrieb und zieht sich von Vorträgen zurück. Und zwar mangels Schutz. Reaktion der Gremien? Null. ZDF-Magazin 37 Grad berichtet über ein minderjähriges Kind mit Papa, welcher auf einer Demo der letzten Generation ist. Moderator Ben Bode bricht in Tränen über so viel beherzten Kampf fürs Klima aus. Kann aber auch vor Lachen sein, denn nebenbei postet Ben Bode Bilder seiner Urlaubsreisen aus aller Welt. Dabei wird auch noch verschwiegen, dass der Vater ein Berufsaktivist ist. Ja? Der für das ZDF-Auslandsjournal tätige Antisemit Melke Mohanwe postet ungestraft, dass die israelische Regierung aus Hitler-Fanboys besteht. Der ZDF-Fernsehrat reagiert nicht. Der Pseudosatiriker Jan Böhmermann führt im ZDF im Auftrag von Innenministerin Faeser, SPD, einen Feldzug gegen Regierungskritiker und nicht wohlgelittene Mitarbeiter der Regierung. Dies gipfelt in Treffen mit der zuständigen Staatssekretärin, um die Vorgehensweise abzustimmen. Rundfunk, Geheimdienst, Polizei und Behörden werden von einer Ministerin der SPD in Bewegung gesetzt, um einen ungeliebten Mitarbeiter loszuwerden. Da hat man dem bisher tadellos tätigen BSI-Chef Arne Schönbohm dienstrechtlich nichts anhängen konnte,
wird eine Schmutz- und Hetzkampagne über das ZDF in die Medien getragen. Die Reaktion des ZDF-Fernsehrates ist null. Was macht so eine Ministerin wohl gegen eine Opposition, die tatsächlich kritisch ist? Bei einem regierungsfernen Nichtstaatsfunk wäre sowas unmöglich. Bemerkenswert ist auch die Reaktion der CDU. Statt sich vor Arne Schönbohm zu stellen, wird dieser dem Mob zum Fraß überlassen. Die CDU kuscht. Deshalb sagen wir als AfD-Fraktion, solange die wesentlichen Anforderungen an einen staatsfernen, objektiven, unparteiischen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht gewährleistet sind, lehnen wir das Gesetz zum vierten Medienänderungsstaatsvertrag ab. Vielen Dank.